Servus, ich bin der Markus Reiterberger. Das ist meine BMW S1000 RR als Superbike-Version. Wir haben einen deutlich flacheren Tank als in der Serie, der sehr ausgenommen ist für die Füße und meine großen, langen Füße. Ich habe speziell auf mich angefertigte Fußrasten und Bremshebel. In dem Fall einen ziemlich langen Bremshebel, um einfach die Dosierbarkeit ein bisschen besser steuern zu können. Wir haben einen kompletten Agrapovic-Titan-Anlage, die um einiges leichter ist als eine Serienauspuffanlage. Wir haben ein komplett anderes Heckrahmen. Wir haben OZ-Felgen, die nochmal deutlich stabiler und leichter sind. Man kann auch noch spielen mit dem Schwingendrehpunkt. Also man kann die Mitte von der Achse noch nach vorne, hinten, oben, unten verändern, um verschiedene Anlenkpunkte von der Schwinge zu generieren. Mehr Grip, weniger Grip, mehr Last beim Bremsen und so weiter. Wir haben vorne speziell angefertigte Lenker, Lenkrohre vom Winkel, von der Höhe, vom Offset. Da kann man wirklich sehr viel machen. Der Bremshebelschutz, der Vorschrift ist im Reglement, um einfach bei Kontakt das zu vermeiden, dass jemand überschlägt. Dann geht es weiter. Gabelbrücken. Gibt es auch zig verschiedene. Wir können den Offset verändern. Dann können wir natürlich auch die Winkel verändern. Die Steifigkeiten, das ist alles erlaubt, alles frei. Alle Öhlins-Fahrer in der Superbike haben die gleiche Gabel. Du kannst halt nur das Innenleben und sprich die Dämpfung und Ölmenge, Federn und so weiter verändern, um das einfach auf die Fahrerbedürfnisse anzupassen. Dann haben wir eine komplette Rennverkleidung, die mit einem etwas höheren oder anderen Windschild ausgestattet ist, um ein bisschen mehr Aerodynamik zu schaffen. So, und das ist eigentlich so mein Arbeitsbereich, sage ich mal, das sehe ich. Ich habe da die beste Rundenzeit, die aktuelle Rundenzeit, die Drehzahlmesser, klassisch, analog. Dann die Traktionskontrolle, Motorbremse, km/h, das Mapping und die Ganganzeige. Zusätzlich gibt es noch eine Mechanikerseite. Drin sind die Reifendruck, Lambda, Drosselklappe, alles Mögliche. Das war's im Großen und Ganzen. Das ist mein Baby, mein BMW S1000 RR. Ich hoffe, ich habe die Saison noch einen Haufen Spaß mit ihr und wir kommen ein bisschen besser zurecht in Zukunft und sind vorne dabei. Gas geben!